Für uns in Arcus ist Mehrsprachigkeit eine Kernkompetenz, die jeder und jede in einer globalisierten Welt braucht. Campus Europa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Campus Europa, einem Podcast des DAAD. Eine Besonderheit Europas liegt in seiner Sprachenvielfalt. Und sie ist zugleich eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Hochschulraum. Wie man diese Herausforderungen meistern kann und welche Chancen Mehrsprachigkeit birgt, darüber spreche ich in dieser aktuellen Folge von Campus Europa mit Herrn Professor Dr. Olaf Bärenfänger. Als Direktor des Sprachenzentrums der Universität Leipzig ist er hauptverantwortlich für den thematischen Schwerpunkt Mehrsprachigkeit innerhalb der Europäischen Hochschulallianz Arcus. Zu Arcus gehören neben der Universität Leipzig 6 weitere Partnerhochschulen aus Frankreich, Italien, Österreich, Norwegen, Litauen und Spanien. Wie er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Partnerhochschulen verständigt und wie Mehrsprachigkeit innerhalb von Arcus gelebt und gefördert wird, das werde ich Herrn Professor Bärenfänger gleich fragen. Herr Bärenfänger, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa Podcast sind. Ja, einen wunderschönen Tag, Frau Stahl. Bevor wir uns diesem spannenden Netzwerk Arcus zuwenden, möchte ich gerne mit einer persönlichen Frage starten. Innerhalb der Arcus-Allianz verantworten Sie seit circa einem Jahr den Themenbereich Mehrsprachigkeit, ist ja auch unser Hauptthema heute. Was war denn Ihre erste Fremdsprache, die Sie gelernt haben? Und gibt es eine, die Sie noch lernen möchten? Meine erste Fremdsprache war wahrscheinlich Hochdeutsch, denn ich bin in Baden geboren. Aber die erste Schulfremdsprache war Englisch. Eine Sprache, die ich gerne lernen möchte, wäre Spanisch und das so richtig gut. Wobei ich manchmal auch dazu neige, exotische Sprachen ganz toll zu finden. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich mal viel Zeit habe, Sanskrit zu lernen. Das stelle ich mir als echte Herausforderung vor. Und die Frage ist dann wahrscheinlich auch öfters die Zeit, ne, die Kapazität, die man dafür hat. Aber wie man so Sprachen erlernen kann, das werden wir ja heute noch an dem ein oder anderen Beispiel erfahren oder wie man das Sprachenlernen unterstützen kann. Herr Bärenfänger, für die Hörerinnen und Hörer, die Arcus noch nicht kennen, was verbirgt sich denn eigentlich hinter der Abkürzung Arcus? Und mit welchen 3 Schlagwörtern, Merkmalen würden Sie Arcus beschreiben? Arcus ist ein lateinisches Kunstwort, das sich an dem Begriff Arcus, Brücke, festmacht. Die Idee von Arcus ist, Brücken zu bauen. Das wäre dann auch gleich mein erstes Schlagwort. Zum einen wollen wir Brücken bauen zwischen etablierten und traditionsreichen Universitäten. Als zweites wollen wir aber auch Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Mitgliedergruppen, also zum Beispiel zwischen Studierenden. Wir wollen Brücken bauen zwischen Forschenden. Wir wollen Netzwerke und Brücken bauen zwischen Lehrenden. Auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir nicht vergessen, die auch hier gemeinsam zusammenarbeiten sollen. Und wir wollen auch eine Brücke bauen zur Öffentlichkeit. Das wäre dann auch schon ein weiteres Schlagwort. Brücken zur Öffentlichkeit ist ein Kernthema bei Arcus. Wir wollen nämlich Antworten finden zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen von großer Bedeutung für ganz Europa. So gehört es zum Beispiel zum Programm, dass wir sehen uns in der Verantwortung, Global Citizens zu unterstützen, zumindest was die Universitäten dazu beitragen können. Wir wollen unsere Studierenden heranbilden für die Herausforderungen der internationalisierten Arbeitsmärkte. Und wir wollen auch Antworten finden, um akademische Mobilität zu erleichtern. Gerade bei vielen aktuellen Themen sehen wir auch Möglichkeiten, innerhalb des Netzwerks zu anderen Antworten, zu innovativeren Antworten zu kommen als alleine. Zum Beispiel was die aktuelle Covid-SARS-19-Epidemie angeht, aber auch der Anspruch für die Gesellschaft selber nützlich zu sein, im Sinne zum Beispiel von Service Learning. Als drittes Schlagwort würde ich sagen, durch
das Programm der Hochschulallianzen haben wir ganz neue Möglichkeiten der Hochschulzusammenarbeit. Vormals waren internationale Projekte meistens Projekte zwischen 2 oder 3 oder 4 einzelnen Partnern, meist kleineren Partnern. Dadurch, dass bei den europäischen Hochschulallianzen aber komplette Universitäten eine Partnerschaft eingehen, wird ein sehr viel breiterer oder können wir sehr viel breitere Zielgruppen erreichen. Wir können gemeinsame Strukturen aufbauen, die wir bei den früheren Fördermöglichkeiten eben nicht adressieren konnten. Da haben Sie einen sehr schönen großen Bogen aufgemacht. Das passt vielleicht auch Arcus Bogen, eine Brücke zu schlagen, was Arcus alles adressiert an Zielen und Visionen im Rahmen der Europäischen Hochschulallianzen. Sie haben mehrfach die Wörter Fragen und Antworten verwendet. Das ist ja die Grundlage für eine gut funktionierende Kommunikation, die nun über Sprache funktioniert. Und das ist ja auch heute unser Hauptthema. Nicht nur Sprache, sondern Mehrsprachigkeit. Deshalb zunächst an dieser Stelle die Frage an Sie, Herr Bärenfänger. Wie wird denn Mehrsprachigkeit, der Begriff Mehrsprachigkeit, innerhalb von Arcus definiert und verstanden? Für uns in Arcus ist Mehrsprachigkeit eine Kernkompetenz, die jeder und jede in einer globalisierten Welt braucht. Speziell mit Blick auf Universitäten muss man sagen, Sprache ist ein Medium des Lernens und ein Medium der Erkenntnis. Das heißt, alles, was an Universitäten passiert, ist in irgendeiner Form sprachlich gebunden. Das bedingt aber auch, dass Sprache gleichzeitig eine Lernvoraussetzung ist. Wenn man die Sprache nicht gut genug kann, wird man im Studium nicht erfolgreich sein. Und leider scheitern auch manche Universitätskarrieren, manche Studierendenkarrieren eben an der Sprache, weshalb wir denken, dass Sprache in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Außerdem ist für uns Sprache auch ein Lerngegenstand. Wenn ich studiere, muss ich meine sprachliche Kompetenz ständig weiterentwickeln. Ich muss zum Beispiel lernen, mit neuen Textsorten umzugehen, mit Präsentationen, mit Hausarbeiten. Ich muss vielleicht Laborprotokolle schreiben. All das bringe ich aber aus der Schule nicht mit. Und deshalb denken wir, dass wir sehr, sehr gründlich nachdenken müssen, welche Rolle für das Lernen, für das Lehren, für das Erkennen, für die akademische Weiterentwicklung spielt, wobei wir Sprache auch nicht nur als Sprache im engen Sinne verstehen, sondern immer auch sehen müssen, dass Sprache und Kultur auf das Engste miteinander verbunden sind und dass es eben nicht nur unterschiedliche Sprachräume, sondern unterschiedliche Kulturräume und auch unterschiedliche Wissenschaftskulturen in Europa gibt und dass wir die miteinander in Verbindung bringen müssen. Und vielleicht jetzt nochmal die Brücke zur Mehrsprachigkeit, also wie definieren Sie das? Was bedeutet das für das Netzwerk Arcus? Welche gemeinsame Sprachenpolitik haben Sie sich da vorgenommen? Wo stehen Sie da gerade? Gibt es da schon etwas Formuliertes? Welche Herausforderungen hat das auch in Ihrem Netzwerk mit den 6 Partnerhochschulen? Wir haben uns schon sehr frühzeitig im Zuge der Antragstellung mit Sprachenpolitik befasst und haben auch dort ein kleines Mission Statement verabschiedet, welches alle Partner mittragen. Ein Punkt, auf das sich die Mitglieder verpflichtet haben in diesem Mission Statement, besteht darin, dass sich alle Universitäten dazu verpflichten, ihren Studierenden, aber auch den Lehrenden und den Verwaltungsmitarbeitenden die sprachlichen Kompetenzen zu vermitteln, die sie für ein erfolgreiches Lehren oder Lernen beziehungsweise sonstige professionelle Aktivitäten brauchen. Natürlich müssen solche sprachlichen und kulturellen Kompetenzen dann auch zertifiziert werden. Wir denken, dass wir dort auch einen gemeinsamen Raum aufbauen wollen, innerhalb dessen wir sprachliche und kulturelle Kompetenzen nach gemeinsamen Standards zertifizieren können. Ein weiteres Ziel, das wir uns in diesem Mission Statement gegeben haben, ist die Selbstverpflichtung, möglichst viele Studierende, aber auch möglichst viele Mitarbeitende in akademische Mobilitäten zu schicken, weil wir glauben, dass wir nur so Mehrsprachigkeit und auch mehr Kulturalität in Europa fördern können. Zu den Herausforderungen, nach denen Sie mich gefragt haben. Die größte Herausforderung war es, dass wir im Projektbeginn uns nicht treffen konnten. Wir hatten sehr viele
Arbeitstreffen angesetzt und im Rahmen dieser Arbeitstreffen muss man sich erstmal kennenlernen, man muss eine gemeinsame Agenda aufsetzen, man muss die nächsten gemeinsamen Schritte vereinbaren. All das ist sehr schwierig, wenn man allein auf digitale Medien angewiesen ist. Ich denke, dass uns das relativ gut gelungen ist. Wir haben mittlerweile Strukturen geschaffen, die uns eine gemeinsame Zusammenarbeit verteilt über ganz Europa erlauben. Und wir können auch nach dem ersten Jahr schon auf eine ganze Reihe von kleinen Erfolgen zurückblicken, auf die wir gerade unter den erschwerten Bedingungen sehr stolz sind. Eine zweite Herausforderung, die ich nennen möchte: Es ist gar nicht so leicht, in einer Universität Mitstreiter zu finden. Bis der Gedanke und auch das Erkenntnis darüber, welchen Mehrwert die Europäische Allianz bietet, in alle Bereiche vorgedrungen ist, vergeht einfach sehr viel Zeit, vergeht auch sehr viel Kommunikationsaufwand, der sich allerdings dann lohnt. Wir sind immer noch dabei, weitere Akteure zu finden, denn der Anspruch des Arcus-Netzwerkes ist ja, dass eben nicht nur einzelne Institute miteinander Partnerschaften eingehen, sondern dass man einen gemeinsamen Hochschulraum aufbaut, innerhalb dessen möglichst viele Akteure miteinander in Kontakt kommen, möglichst viele Gedanken austauschen, möglichst unterschiedliche Perspektiven einbringen. Die Herausforderung, die Sie beschrieben haben, Herr Bärenfänger, die betrifft ja alle Allianzen. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Und auch der Austausch zwischen den Allianzen zu den Herausforderungen, wie man das pro Allianz auch meistert, das ist sicherlich auch wertvoll. Und auch deswegen gibt es diesen Podcast, sodass man voneinander auch ein bisschen lernen kann und dann vielleicht auch im Nachgang nochmal einander fragen oder eben nachfragen kann. Ich komme jetzt trotzdem noch mal zurück auf die Mehrsprachigkeit. Sie sagen, ein Jahr existiert Arcus. Sie haben den Start trotz dieser großen Herausforderung Corona-Pandemie ganz gut gemeistert. In welcher Sprache verständigen Sie sich denn innerhalb der Allianz hauptsächlich? Hier bei den großen Meetings ist die gemeinsame Sprache in der Regel Englisch, was der Tatsache geschuldet ist, dass einige Partner, ich nenne es mal kleinere Sprachen, verwenden, wie zum Beispiel Litauisch oder Norwegisch. Wenn wir bilateral zusammenarbeiten, also zum Beispiel mit Graz, verwenden wir natürlich Deutsch. Aber grundsätzlich ist es das Anliegen der Allianz, dass eben Englisch zwar eine wichtige Säule der Kommunikation ist, dass aber auch die Partnersprachen von jedem einzelnen Gegenstand sind und auch als Wissenschaftssprache gefördert werden. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie sehr stark darauf abheben oder fokussieren, eben auch die Mobilitäten zu fördern innerhalb des Netzwerkes, also auf allen akademischen Ebenen. Und da würde mich interessieren, die Studierenden, die dann hoffentlich auch irgendwann wieder richtig physisch mobil sind und nicht nur virtuell mobil sind, warum sollen die vor einem Auslandsaufenthalt zum Beispiel die jeweilige Landessprache erlernen oder wissenschaftliche Vorlesungen vielleicht in der Sprache des Partners verstehen können? Und bis zu welcher Tiefe oder bis zu welchem Umfang ist sowas überhaupt möglich? Also ich glaube, man kann das auf den Punkt bringen. Ohne Mehrsprachigkeit gibt es keine Internationalisierung. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Erasmus-Mobilitäten, die europaweit jährlich stattfinden. Ich denke auch an mein eigenes Erasmus-Jahr, was ich in Paris verbracht habe. Natürlich hätte ich den Unterricht auch auf Englisch besuchen können, aber das ganze Jahr, das vielleicht eines der intensivsten und schönsten Studienjahre überhaupt war. Ich hätte nicht davon profitiert, wenn ich nicht gut genug Französisch gekonnt hätte. Ich hätte nicht in die Oper gehen können, ins Kino, ins Theater. Ich hätte keine Freundschaften knüpfen zu französischen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das ganze kulturelle Leben wäre mir verschlossen geblieben und möglicherweise wäre ich dann in meiner eigenen kleinen Blase mit anderen deutschen Erasmus-Studenten ein ganzes Jahr lang unter uns gewesen. Ein zweiter Punkt, selbst wenn die Studiersprache Englisch ist, wir wollen ja, wenn wir ausländische Studierende an unsere Hochschulen holen, dass diese
Studierenden auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sie werden sich natürlich nicht in den Arbeitsmarkt integrieren, wenn sie nur Englisch als Fremdsprache lernen. Und sie werden sich auch nicht in die lokale Gesellschaft integrieren, wenn sie nur Englisch können. Ich denke also, wenn wir wirklich eine tiefgehende europäische Verflechtung haben wollen, gemeinsame Arbeitsmärkte, die Akquise ausländischer Arbeitnehmer, dann müssen wir frühzeitig anfangen und neben dem akademischen Englisch, was sicherlich nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielt, die lokalen Sprachen nicht aus dem Blick verlieren, denn gewissermaßen ist das dann die Sprache des Herzens, dass die Bindung an das jeweilige Gastland herstellt. Ein dritter Punkt, den ich nennen würde, Sprache ist ja immer auch ein Kulturträger. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als wir für ein Arkus-Planungstreffen in Bergen waren. Es war Anfang Mai und zufällig der Tag, an dem die Norweger ihren Nationalfeiertag feiern. Und es war für mich extrem beeindruckend, zusammen mit dem Rektor und den wichtigen Würdenträgern der Universität in einer Prozession durch die Stadt Bergen zu gehen und dort diese Freude und diesen bunten Reichtum des norwegischen Nationalfeiertags zu erleben. All diese Erfahrungen kann man nicht machen, wenn man keine Mobilitäten hat und bereit ist, sich in das Land zu integrieren. Und ich war ja nun wirklich nur wenige Tage dort. Wie viel schöner, reicher und bunter ist das für Studierende, die dort ein halbes Jahr oder länger sind. Gibt es denn da schon konkrete Ziele oder Ansprüche, was die Studierenden oder welches Niveau die Studierenden erreichen sollen, wenn sie zum Beispiel nach Norwegen gehen oder auch nach Litauen? Das lernt man ja jetzt nicht einfach mal auf der Volkshochschule oder in der Schule eben, sondern das kann man ja dann wahrscheinlich erst in der Hochschulallianz vermittelt bekommen und wird auf diese Sprachen aufmerksam. Also kurz gefragt, haben Sie da bestimmte konkrete Erwartungen, was Studierende an Sprachniveau auch bei solchen Sprachen, die vielleicht nicht so häufig gelehrt werden und erlernt werden, was sie da erreichen sollen? Völlig unbestritten ist das Englische, wo man einfach C1-Kenntnisse braucht, um erfolgreich sein Studium absolvieren zu können. Bei der Landessprache, denke ich, ist schon viel erreicht, wenn man im Alltag gut zurechtkommt, wenn man sich seine Brötchen kaufen kann und seine Lebensmittel, wenn man in der Lage ist, eine einfache Konversation mit den Nachbarn zu führen oder in einer Kneipe. Dort werden also sicherlich fortgeschrittene Anfängerkenntnisse oder Mittelstufenkenntnisse im Niveau B1 schon sehr hilfreich sein und die Grundlage dafür bieten, dass ein sich wohlfühlen in der anderen Kultur überhaupt erst möglich ist. Bislang wird das ein bisschen vernachlässigt, auch von vielen Partnern, die internationale Studiengänge anbieten. Ich denke aber, dass wir da noch viel stärker in Austausch treten müssen, auch Ziele festlegen müssen, um eben eine gewisse Grundkenntnis der Landessprache herzustellen. Sie haben gerade ein Stichwort genannt, vernachlässigt. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn Mehrsprachigkeit ist ja eigentlich kein neues Thema auf der Hochschulagenda. 2011 hat die HRK ja schon eine Empfehlung zur Sprachenpolitik an Hochschulen veröffentlicht und 8 Jahre später, ich glaube es war letztes Jahr, gab es die Helsinki-Initiative für Mehrsprachigkeit. Das heißt, Mehrsprachigkeit ist schon theoretisch viel da und empfohlen und gehört sozusagen eigentlich auf die Agenda, wird aber noch nicht so gelebt. Und wenn man im Internet mal sucht nach Mehrsprachigkeit und Hochschule, bekommt man eigentlich nur ganz wenige Treffer. Das scheint also doch in der Realität ziemlich schwer realisierbar. Was muss denn geschehen, um Mehrsprachigkeit stärker an den Hochschulen ins Bewusstsein zu rücken? Und innerhalb Ihrer Hochschulallianz sind da vielleicht andere Partner schon weiter? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir mehr über Mehrsprachigkeit geredet haben, als für Mehrsprachigkeit getan haben. Damit Mehrsprachigkeit eine prominentere Rolle spielen kann,
müssten auch entsprechende Strukturen geschaffen werden. Also zum einen müssten Gremien dafür zuständig sein, Sprachenpolitik zu diskutieren und verbindlich festzulegen, aus der dann eben konkrete Einzelmaßnahmen abgeleitet werden können. Zum anderen erfordern aber solche Strukturen auch eine gewisse Gegenfinanzierung über Ressourcen und da haben viele Hochschulleitungen die Mühe gescheut, da in substanzieller Weise Mittel bereitzustellen. Ich denke, dass wir in Deutschland derzeit in einem Prozess sind, wo wir uns verstärkt Gedanken machen über Sprachenpolitik, wo Hochschulen eigene Sprachenpolitiken verabschieden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass die Arcus-Allianz bzw. die Hochschulallianzen generell ein guter Anlass sind, auf einer europäischen Ebene darüber nachzudenken, welche Rolle spielt Sprache in Lern-Lern-Prozessen, welche sprachlichen Kompetenzen müssen Studierenden haben, wie sollen Studierende gefördert werden sprachlich, wie sollen Mitarbeitende gefördert werden und so weiter und so weiter. Ein Stück weit ist es auch in der Arcus-Allianz gelungen, Ressourcen dafür bereitzustellen, auch wenn die natürlich üppiger beschaffen sein könnten. Aber in jedem Fall haben wir jetzt einen strukturierten Diskurs über die Rolle von Sprache und Mehrsprachigkeit an europäischen Universitäten. Das hoffe ich auf jeden Fall auch, Herr Bärenfänger, dass dieses Programm, diese Initiative der Europäischen Hochschulallianzen dieses Thema wirklich voranbringt und diesen, ich sag mal, Struktur- und auch Kulturwandel an den Hochschulen befördert und dass Arcus da ein guter Ansprechpartner ist für das Thema Mehrsprachigkeit. Das wollen wir ja auch mit dem Podcast ein bisschen befördern. Jetzt haben wir aber schon relativ viel sozusagen über die förderpolitischen und politischen Anliegen gesprochen. Jetzt lassen Sie uns doch auch mal einen konkreten Blick in die Praxis werfen. Ihre Studierenden haben ja die Möglichkeit, sich gerade auch unter diesen Umständen virtuell in anderen Sprachen zu üben. Wie funktioniert denn das? Ja, eine unserer Initiativen ist das sogenannte Arcus-Café. Was genau das Arcus-Café ist, kann Ihnen aber eine Kollegin von mir, Frau Wanner, viel besser erklären. Dieser O-Ton mit Frau Wanner, der stellvertretenden Direktorin des Sprachenzentrums an der Universität Leipzig, wurde separat aufgenommen. Hören wir doch mal rein. Das Arcus-Sprachencafé ist ein virtueller Treffpunkt, in dem sich die Studierenden der Arcus-Hochschulallianz treffen können, um ihre Sprachen anzuwenden. Das Arcus-Sprachencafé geht zurück auf eine Initiative der Universität Leipzig, die schon im Sommersemester 2020 mit dem Sprachenzentrum der Universität Stockholm eine Kooperation hatte. Und einige unserer Studierenden haben in Stockholm virtuell an Sprachencafés teilgenommen und sehr begeistert berichtet, dass sie diese Möglichkeit auch außerhalb des Sprachunterrichts mit internationalen Studierenden zu kommunizieren in ihren Lernsprachen sehr positiv wahrgenommen haben. Daraus entstand dann die Idee, für die Arcus-Hochschulallianz etwas Ähnliches anzubieten, sodass sich die Studierenden, die ja leider auch im Wintersemester nur bedingt Mobilitäten wahrnehmen können und nur bedingt reisen können, sich untereinander kennenlernen, sich austauschen und dabei ihre Fremdsprachen anwenden, üben, verbessern und nutzen. In einem Sprachencafé trifft sich eine in der Regel nicht sehr große Gruppe von internationalen Studierenden mit dem Ziel, diese eine Sprache zu verwenden. Sie werden begleitet von einem Tutor oder einer Tutorin, die Erstsprachensprechende sind. Das sind keine ausgebildeten Sprachlehrer oder Lehrerinnen, sondern einfach kompetente Sprecher dieser Zielsprache der Sprachencafés, die dabei unterstützen, wenn Lernende auf unterschiedlichen Kompetenzstufen sich in diesen Sprachen austauschen möchten. Wir bieten für die Tutorinnen Workshops an, kurze Workshops, in denen wir sie einführen in die Arbeit
Wir erklären zum Beispiel, was sinnvoll ist, wie man diese Zoom-Treffen gestaltet, wie man mit Pausen umgeht, wie man auch die schüchternen Studierenden dazu einlädt, was zu sagen, wie man mit Fehlern umgeht oder mit Feedback und auch natürlich, wie sie selbst sich darstellen, also dass klar ist, dass sie nicht eine Lehrerrolle übernehmen, sondern eine eben eine Begleiterrolle. Aktuell bieten wir 14 unterschiedliche Sprachencafés an und noch ein paar mehr Zeitfenster, wenn jemand ein bestimmtes Zeitfenster nicht einrichten kann. Die Sprachen umfassen so, sage ich mal, gängige Lernsprachen für Deutschland zumindest oder überhaupt für irgendwie Englisch, Französisch, Spanisch. Natürlich auch Deutsch, da haben wir mehrere Termine, die wir anbieten, aber auch zum Beispiel Ukrainisch, Litauisch, Polnisch, Chinesisch oder Ägyptisches, Arabisch. Herr Bärenfänger, wir haben gerade von Frau Wanner gehört, dass die Studierenden, die interessierten Studierenden in diesem Sprachencafé auch von Tutoren begleitet werden. Ist das denn schwierig, Tutoren zu finden? Wir waren eigentlich recht überrascht, wie leicht das ist. Wir haben also innerhalb von 3 Wochen 21 Tutoren in 11 unterschiedlichen Sprachen gewinnen können. Und in dem gleichen Zeitraum hatten wir fast 100 Studierende in den unterschiedlichen Sprachen, die sich in den einzelnen Räumen des Sprachencafés getroffen haben. Insofern war das aus unserer Sicht wirklich ein riesiger Erfolg. Alle Achtung, das klingt wirklich toll, dass es auf so viel Resonanz gestoßen ist, denn ohne diese Tutoren wäre ja die Durchführung gar nicht möglich. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft auch noch mehr werden. Frau Wanner, nochmal an Sie die Frage, wie kommt denn dieses Sprachencafé bei den Studierenden an? Was uns besonders freut, ist, dass die Studierenden mit Spaß bei der Sache sind, dass sie gerne in die Sprachencafés gehen, dass sie motiviert sind und dass sie dadurch in dieser fremdsprachigen, mehrsprachigen Situation selbst erleben, wie sich das in einem mehrsprachigen Europa anfühlt und Spaß dabei haben. Einige Studierende waren dann so begeistert von den Sprachencafés, dass sie gesagt haben, ich würde gerne das vertiefen. Können Sie mir nicht helfen, damit einen Tandempartner zu finden, einen virtuellen Tandempartner, eine Tandempartnerin? Das machen wir sehr gern. Wir haben ja am Sprachenzentrum auch ein Tandemprogramm mit einem Tandembüro, wo wir Tandemvermittlungen anbieten und auch Beratung für Tandemlernpartnerschaften. Herr Bärenfänger, die Frau Wanner hat ja berichtet, dass es bei dem Besuch des Sprachencafés allein nicht geblieben ist, sondern dass sich daraus mehrere Effekte ergeben und die man wahrscheinlich auch in der Zukunft weiter nutzen kann oder auch ausbauen kann. Ist denn da in dieser Richtung was bei Ihnen in der Planung? Ja, also wie gesagt, wir halten das Programm für einen Erfolg. Bisher standen die Studierenden im Fokus. Wir haben uns dann aber die Frage gestellt, können wir da nicht auch andere Mitarbeitergruppen mit einbeziehen? Und wir planen derzeit eine Programmschiene, die wir Arcus Lounge nennen. Diese Arcus Lounge soll einen zwanglosen Raum für Mitarbeitende aufmachen, indem sie sich über die Themen austauschen können, die für sie gerade wichtig sind. Ich denke da zum Beispiel an die Mitarbeiter von Rechenzentren, die jetzt durch die Covid-SARS-Epidemie vor ganz neuen Herausforderungen stehen und die man vielleicht im europäischen Raum auch besser gemeinsam lösen kann oder über die man im europäischen Raum auch erstmal gemeinsam diskutieren kann. Andere mögliche Gruppen wären zum Beispiel Verwaltungsmitarbeiter in der Personalverwaltung, Bibliotheksmitarbeiter, Leitungsteams von Hochschulen und so weiter. Im Grunde genommen kann man sich unser Arcus Café und unser Arcus Lounge ein bisschen als virtuelle Mini-Mobilitäten vorstellen, die man relativ leicht und niederschwellig einsteigen kann und wo man mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ganz Europa in Kontakt kommen kann. Es gibt
wenig Möglichkeiten, wo das so einfach und so motivierend und mit so viel Spaß passieren kann. Ich höre daraus, das wird auch die Arcus Lounge wird offensichtlich gut nachgefragt. Ist die denn moderiert oder kann ich mich da auch mit jemandem verabreden, wie das in einer normalen physischen Lounge üblich wäre? Wie funktioniert das? Wir planen derzeit die Arcus Lounge erst. Wir müssen auch noch entsprechende Gruppen finden. Wir müssen die Gruppen zusammenbringen. Wir gehen aber davon aus, dass wir da ähnlich große Nachfrage wie bei den Studierenden haben werden. Es wird aber einen großen Unterschied geben, weil hier nicht so sehr das Sprachenlernen im Vordergrund steht, sondern der kollegiale und der fachliche Austausch, das Lernen, wie die Kolleginnen und Kollegen im Ausland auf die gleichen Probleme reagieren, steht dort Englisch als Lingua Franca im Vordergrund. Gut, dass Sie das nochmal sagen. Das hätte ich nämlich gefragt, ob ich da auch vielleicht mein Norwegisch üben kann, wenn ich es denn lerne. Aber vielleicht ist das im bilateralen Austausch ja auch durchaus möglich und von den jeweiligen Personen abhängig. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Sprachencafé und Frau Wanner fragen, was muss ich denn als interessierte Studierende mitbringen an Voraussetzungen, um am Sprachencafé gewinnbringend teilnehmen zu können? Es ist nicht so, dass man schon sehr flüssig sprechen muss, schon sehr gut verstehen muss. Es ist ja eine Runde, die gerade davon lebt, dass man aufeinander eingeht, dass man fragen kann, dass auch unterschiedliche Kompetenzstufen da gut miteinander zurechtkommen. Wenn man allerdings kaum Vorkenntnisse hat, ist man dann doch eher auf eine rezeptive Rolle beschränkt. Herr Bärenfänger, dazu noch eine Frage an Sie. Müssen die Teilnehmer des Sprachencafés dann einen Test vorweisen oder wie funktioniert das? Beruht das auf Freiwilligkeit, also dass sich der Teilnehmer oder die Teilnehmende dann selber richtig einschätzt und sagt, ich bin so weit, dass ich am Sprachencafé teilnehmen kann? Wir haben das Sprachencafé ja als ganz informelle Möglichkeit gesehen, Studierende aus unterschiedlichen Ländern miteinander in Kontakt zu bringen. Und wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, da hohe Eingangshürden zu legen. Wir wollen also wirklich, dass die Studierenden miteinander reden, dass sie in Kontakt kommen, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, was woanders wie läuft, wie woanders studiert wird. Wir hoffen, dass Freundschaften über diesen kurzen, unmittelbaren Kontakt hinaus entstehen. Wir hoffen, Studierende für das Sprachenlernen zu begeistern und auch die Motivation dafür zu legen, sich mit den anderen Sprachen immer weiter zu beschäftigen. Von daher, also nein, wir haben keine formalen Eingangsvoraussetzungen festgelegt. Ich denke auch, wenn man selber merkt, dass man zu wenig versteht oder zu wenig beitragen kann, dann wird man von sich aus das Angebot nicht weiter nutzen oder sich andere Angebote aussuchen. Ich finde es jedenfalls ein ganz tolles Format, dieses Sprachencafé. Und vor allen Dingen eben sagt man ja auch immer, jemanden, der eine fremde Sprache lernt, sprechen, sprechen, sprechen und keine Angst haben, Fehler zu machen. Und das sagt sich ja immer so einfach, aber ist es in der Wirklichkeit ja gar nicht. Das merken wir ja selber an uns, wenn wir eine neue Sprache erlernen. Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, Herr Bärenfänger, und ich möchte Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die ich allen unseren Gästen bei Campus Europa stelle, nämlich welche drei zentralen Merkmale stehen denn aus Ihrer Sicht ganz besonders für die europäischen Hochschulallianzen, zu denen Arcus gehört? Ja, als erstes würde ich nennen den gemeinsamen Willen, zusammen einfach mehr zu erreichen. Deutsche Hochschulen werden mittelfristig sicherlich nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich noch stärker internationalisieren und bestimmte Themen zusammen mit europäischen Partnern angehen. Bei dem Thema, was bei uns auch zentral ist, European Citizenship zum Beispiel, das wäre ein Thema, wo es überhaupt keinen Sinn machen würde, das nur auf nationaler Ebene zu behandeln. Und ich sehe wirklich bei allen unseren Partnern den Wunsch und den Willen, gemeinsam an bestimmten Themen zu arbeiten, zum Beispiel auch gemeinsame Forschungsdaten
zu nutzen, gemeinsam das Thema Mehrsprachigkeit zu behandeln. Ein weiterer Aspekt bei uns ist auch unternehmerische Tätigkeiten aus den Hochschulen heraus, also Entrepreneurship, wo europäische Ansätze sicherlich auch besser sind als nationale. Und ich muss sagen, ich genieße das wirklich, diese Menge an Goodwill, diese Menge an Kompetenz und Expertise und auch diese Menge an unterschiedlichen Perspektiven, die nebenbei bemerkt auch nicht immer einfach sind in der Zusammenarbeit, aber am Ende immer zu sehr guten Lösungen und Produkten geführt haben. Ein zweiter Punkt, den ich sehr positiv sehe oder als kennzeichnend für die Hochschulallianzen, ist, dass sich die einzelnen Akteure als Teil von etwas Ganzem wahrnehmen, dass sie gewissermaßen eine Verantwortungsgemeinschaft sind, die in der Pflicht stehen für bessere Lehre, für bessere Forschung, für größere Nützlichkeit für die Gesellschaft. Ich glaube auch, dass die europäischen Hochschulen in den vergangenen Jahren dort viele Fortschritte gemacht haben. Viele Studierende sind einfach besser für den Arbeitsmarkt vorbereitet, als das noch vor vielen Jahren waren, einfach weil alle an einem Strang gezogen haben, weil Auslandspraktika gemeinsam eingerichtet wurden, weil Erleichterungen für Studiermobilität geschaffen wurden. Deshalb also der Aspekt Verantwortungsgemeinschaft. Und der dritte Punkt wäre die Attraktivität von europäischen Hochschulen als Studienstandorte. Ich glaube auch da, dass alle Hochschulen eben dadurch, dass sie gemeinsame Strukturen schaffen, dadurch, dass sie gemeinsame Lehrangebote schaffen, dadurch, dass sie gemeinsame gesellschaftliche Initiativen starten, viel, viel attraktivere Orte zum Lernen und zum Forschen geworden sind. Das sind alles furchtbar spannende Themen und leider haben wir nur eine begrenzte Zeit. Deswegen haben wir uns heute nur auf eins konzentriert, auf die Mehrsprachigkeit. Wenn Sie, Herr Bärenfänger, noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch haben, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben wollen zum Abschluss des Gesprächs, was würden Sie sagen? Na, ich würde sagen, Chancen nutzen. Internationale Arbeit bietet die Möglichkeit, ganz wunderbare Kollegen kennenzulernen. Es bietet die Möglichkeit, die Bedingungen kennenzulernen, unter denen andere Kollegen unterrichten und arbeiten. Es bietet die Möglichkeit, an ganz spannenden Themen zu arbeiten, die man vorher so noch nicht bearbeiten konnte. Von daher kann ich also wirklich nur sagen, unbedingt mitmachen. Vielen Dank, lieber Herr Professor Bärenfänger. Das war ein ganz spannendes Gespräch und ich wünsche Ihnen und natürlich dem Netzwerk ARCUS ganz viel Erfolg auf dem Weg zur Erreichung Ihrer Ziele, was Sie auf der Planung haben und dass ARCUS auch ganz besonders dazu beitragen kann, das Prinzip Mehrsprachigkeit noch stärker zu leben in der Zukunft. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie. Mehr zur Allianz ARCUS finden Sie im Internet unter www.arcus-alliance.eu. Weitere Informationen zu den europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de/eun. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl. Campus Europa.